Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76, an der Stelle, wo wir das eine Mal nicht weiterkamen. Was bist du denn? Und ich bin ein bisschen konfus gerade, denn wenn wir hier in den Atomshop gucken, sehen wir, dass die Schulmannschaftsjacke. Achso, die Schulmannschaftsjacke. Ich hab nichts gesagt. Auf jeden Fall, die Jacke ist hier umsonst. Ich dachte, das wäre eine Pose. Ich hab gerade nach der Pose gesucht und sie nicht gefunden und wollte mich gerade bei euch beschweren. Da ist keine Pose! Ja. Oh. Oh, oh, wieso fallen sie alle um? Habe ich Mundgeruch? Krieg ich euren Loot? Oh. Oh. Oh, na gut. Positiv, wir haben freie Bahn. Ist hier jemand in der Nähe? Nö. Dann gehen wir da einfach mal hin. Sind hier schon alles Todes? Hoffentlich. Aber wir müssen da hoch. Ach Gott. Na gut, dann gehen wir halt da hoch. Ich habe noch keine Power-Rüstung an, ne? Sehr schön. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht, aber... Wenn wir keinen Gegner treffen, ist alles in Ordnung. Scheiße. Hör auf zu schreien, du bist tot. Wo sind deine Freunde? Wo sind deine Freunde? Okay, wir werden hier auf jeden Fall jetzt durch die Gegend schleichen, weil ich irgendwie von irgendwas erfasst werde. Ich habe aber keine Ahnung von wem. Ach, gucke mal, da schleichen seine Freunde rum. Die dürfen mich nur nicht sehen. Das sind nämlich verdammt viele. Okay, gehen wir ein paar Schritte zurück. Folgen uns ja eh. Oh, jetzt fangen sie an zu schießen, okay. Der eine hat eine MG. Oh ja, sehr schön. Oh je, oh je, oh je, oh Gott, ich muss auf die andere Seite. Ich muss den Typ mit dem MG ausschalten. War er das? Ich glaube schon. Die Waffe ist so OP. Die ist so geil. Ich liebe sie. Ich will sie heiraten. Oh, guck mal, der ist verletzt. Der hat sich gerade die MG geschnappt, habt ihr das gesehen? Der kleine miese Drecksack. Okay, aber ich werde immer noch gesehen. 500! Da kann man sich was zusammenbasteln. Könnte zwar die Minigun nehmen, aber die macht wahrscheinlich keinen Schaden, ne? Ich habe 1000 Munition. Okay. Wir haben eine andere 5mm Waffe zu Hause. Die ist, glaube ich, ab Level 45 oder so. Da werden wir mal reingucken. Und leider Gottes muss ich jetzt meine Power-Rüstung rausholen. Aber wir können jederzeit hier rausgehen, um unsere Waffe zu benutzen, weil hier in dieser Gegend muss ich es tatsächlich. Ich hab immer noch von irgendwas gesehen. Das ist bestimmt wieder so eine legendäre Kreatur. Wo habe ich jetzt die anderen getötet? War das hier? Ah gut, die finde ich nicht mehr wieder. Nicht so schlimm. Oh. Ja, springen ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Den sieht man da kaum, ey.
Sind nochmal von denen hier? Ich weiß es nicht. Geh wieder rein. Die Rüstung ist eigentlich nur dazu da, falls mich jemand sieht. Ist zwar ein bisschen lästig, ständig rauszugehen, aber naja, nützt ja alles nichts. Okay, da sind wir. Relay Clays Bunker. Okay, Türfernsteuerung, Tür ausschließen. Warum heißt es denn nicht Fernsteuerung, wenn die Tür direkt nebenan ist? Ist sie vielleicht per WLAN verbunden? Ich weiß es nicht. Das bedeutet, dass du es zu Raleigh Clays Bunker geschafft hast. Und außerdem, dass die Detektorkühler im Moor den Geist aufgegeben haben. Der nächste Schritt besteht darin, die Ersatzmotoren zu finden. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, befinden sie sich in seinem Generatorraum mit der Werkbank. Danach hast du die spannende Aufgabe, ein paar Heizspulen zu finden, um sie zu verbessern. Dadurch kommen die Kühler besser mit der Feuchtigkeit aus dem Sumpf zurecht. Die gute Nachricht, ich habe zwei davon in meinem Bunker. Die schlechte Nachricht, du brauchst noch drei weitere. Rory hat bestimmt auch welche. Also solltest du dort alles absuchen, wenn du schon mal da bist. Ich hänge dem Leck fest. Ich will hier nicht nochmal herlaufen, Spiel. Ich will doch nicht schneiden. Bin gerade erst aufgewacht. Es ist 14.47 Uhr. Ich hatte eine Nachtschicht. Also nicht wundern, ich bin kein Penner. Oh Mann. Lasst mich in Ruhe. Bitte, funktioniere jetzt. Oh, fuck. Was soll denn das? Ich bin hier gespawnt. So, wir sind zurück, Leute. Komm, der direkte Brandbestie angeflogen. Au. Au. Dass die Detektorkühler im Moor den Geist aufgegeben haben. Der nächste Schritt besteht darin, die Ersatzmotoren zu finden. Wenn mich mein Gedächtnis nicht. Kann ich jetzt was trinken? Generatorraum mit der Werkbank. Danach hast du die spannende Aufgabe, ein paar Heizspulen zu finden, um sie zu verbessern. Dadurch kommen die Kühler besser mit der Feuchtigkeit aus dem Sumpf zurecht. Die gute Nachricht, ich habe zwei davon in meinem Bunker. Die schlechte Nachricht, du brauchst noch drei weitere. Rory hat bestimmt auch welche. Also solltest du dort alles absuchen, wenn du schon mal da bist. Danach wären Ella Ames Bunker und der Sendeturm in der Nähe die nächstbesten Optionen. Komm zurück, sobald du alles hast. Die nächsten Schritte werden abgespielt, sobald du wieder hier bist. Hoffentlich. Hoppla, ich habe noch was vergessen. Szenario 1, Nachtrag. Rory hat Baupläne, mit denen du Schutzausrüstung für die ganze Lauferei durch den Sumpf herstellen kannst. Die wird dir helfen, dich zu tarnen und es den neuesten evolutionären Wundern der Natur schwerer zu machen, dich zu entdecken. Könnte also nützlich sein. Abby, Ende. Ja, die Baupläne wären definitiv nützlich. Okay, gucken wir jetzt erstmal hier rein. Der leuchtende Sumpf. An alle. Wir haben kürzlich die schlimmsten Bedingungen überlebt, die es im Moor je gegeben hat. Falls sich so etwas je wiederholen sollte, sind folgende Schritte zu befolgen. Krevassedamm. Turbine ganz aufdrehen, um den Fluss ablaufen zu lassen. Haben wir das nicht schon mal gelesen? Ja. Kam mir gerade so bekannt vor. Okay. Die Baupläne befinden sich hier unten. Oh gut, den hätte ich schlagen können. Sieht genauso aus wie der andere Bunker, ne? Die Aufnahme? Guck noch mal nach. Schon gut, Eddie. Die Aufnahme läuft, Herrgott. Okay, Madigan. Willst du uns vielleicht erklären, warum du an unserem Zeug rumgebastelt hast? Hey, ihr Leute versteckt euch immer in euren Bunkern. Irgendwie muss ich doch eure Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und überhaupt, so eine schräge Vorrichtung? Natürlich wollte ich herausfinden, wie das Ding funktioniert. Dann kamt ihr voll bewaffnet und kampfbereit rausgestürmt, also nehme ich an, es ist ziemlich wichtig. Was du da fast zerstört hast, ist ein Brandbestienköder.
Es ist unsere beste Verteidigung gegen die Monster. Wie bitte? Ihr lockt diese Dinger absichtlich an? Die Freien Staaten haben echt Mumm. Selbst mit Truppen wie euren sind die Viecher eine ziemliche Herausforderung. Es lockt sie nicht nur an. Wir sind in einem der alten Außenposten der Bruderschaft auf Forschung und Technologie gestoßen. Ella hat herausgefunden, dass wir Brandbestien lange genug desorientieren können, um sie zu erlegen, wenn wir sie mit einer bestimmten Frequenz bestrahlen. Nirash und Abby haben sich die Technologie vorgenommen. Wir haben sie getestet. Und es funktioniert. Das könnte einiges ändern, Raleigh. Wenn das die Wahrheit ist. Es ist wahr, Hank. Und das System wäre schon bereit, wenn wir nicht mit den Raidern zu tun hätten. Hey, wenn die Sache wirklich so wichtig ist, können die Feuerteufel sich um die Raider kümmern. Aber erst will ich wissen, wie dieses System funktioniert und es in Aktion erleben. Wenn du glaubst, dass wir unsere Arbeit einfach so an ein ehemaliges Mitglied der Bruderschaft vergeben, hast du dich geirrt. Wenn du herausfinden willst, wie das System funktioniert, musst du dich erstmal beweisen. Und das wollen wir also aufbauen. Oh, Mutterbären, nice. Hört sich ganz schön laut an dafür, dass er nicht funktioniert. Na gut, hier gibt es sonst nichts weiter. Naja, Schlammbohne brauchen wir nicht. Hier war auch nichts mehr. Gut, ich habe da eine Werkbank gesehen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Waffe, die wir da hatten, nicht 5 mm gestockt hat, sondern 50. Kaliber 50. Bin mir aber nicht so sicher. Warte, wir machen mal Folgendes. Es sind 2 Wochen vergangen, seit ich Trish und Marty verloren habe. 2 Wochen, seitdem wir Harpers an diese Dinger, diese Verbrannten und diesen Albtraum verloren haben. 2 Wochen lang habe ich mich für Mike und Megan und all die anderen zusammengerissen. Sam, wo zum Teufel bist du? Ich könnte jetzt wirklich meinen besten Freund gebrauchen. Das war unsere Sache, weißt du? Wir haben uns das zusammen vorgenommen. Dann ging es bei dir mit den Geheimnissen los, dem Verschwinden. Du hast Emily praktisch rausgeworfen. Und jetzt soll ich der Nächste sein? Ich war über 40 Jahre lang dein bester Kumpel. Ich hatte darauf vertraut, dass du mir beistehst. Wenn du wenigstens so tun würdest, als würde dir jemand etwas bedeuten, hättest du mir helfen können. Vielleicht hätte ich mich nie entschlossen, Harper's Ferry wieder aufzubauen. Vielleicht wäre die Hälfte meiner Familie noch am Leben. Jeder verliert was im Krieg. So, wo war jetzt der andere Scheiß hier? Da. Ah, Rüstungswerkbank. Das war nur eine Mod, die wir jetzt bekommen haben, ne? Hier ist übrigens das Gewand der Mysterien. Hatte ich schon früher gesehen, aber ich hab's nicht erwähnt. Ja, Bürgerkleid können wir derzeit herstellen. Tech-Universitätsuniform. Ja, das haben wir quasi gerade bekommen. Ist das echt das gewesen? Ja. Ist jetzt nicht der geilste Scheiß, aber ja, besser als kein Scheiß. So, den Schrott noch. Okay. Dann holen wir auf jeden Fall noch die Luftmotoren. Und damit gehen wir raus und holen auf jeden Fall die anderen Dinger noch. Aber wenn ich jetzt rausgehe, bin ich am Arsch. Ich glaube, ich muss meine Power-Rüstung anziehen, ne? Definitiv. Sonst werde ich das nicht überleben. Wir müssen zurück zu Abbys Bunker? Hätte man ja vorher alles schon einsammeln können. Wir machen heute übrigens nicht so lange, weil die Folge muss ja heute noch kommen und da ich so lange geschlafen habe. Beziehungsweise ja, also lang geschlafen. Ich habe 6 Stunden geschlafen, also lange ist das jetzt nicht, aber ja, eigentlich weniger. Eigentlich weniger. Ich weiß ja nicht, wie lange ich morgens noch wach war. Was zum... Okay. Wir haben jetzt
Ein Marker in der Luft. Ja, cool. Wir müssen dahin zum Sendeturm. Wir müssen zurück zu Abbys Bunker. Und wir müssen irgendwo anders noch hin. Ah, cool. Die Marker, der Marker ist weg. Dann gehen wir zuerst da zum Sendeturm. Gegen was kämpfen die? Mir egal. Wir müssen zum Sendeturm. Das ist doch da hinten, ne? Was? Was ist denn da hinten? Ich glaube, der Questmarker ist kaputt. Ellas Bunker. Ich glaube, Ellas Bunker hatten wir noch nicht gefunden. Und hier werden wir uns einfach dran vorbeischleichen. Wir sind ja gerade mit den Hunden beschäftigt, von daher. Ach, guck mal, jetzt der Marker da. Alles klar. So, ziehen wir uns mal die Rüstung aus. Ich finde es auch lustig, dass die Brandbestie nicht mehr da war. Er hat sich einfach nur gedacht, oh, der Zero spawnt. Ich sollte da mal kurz rüberfliegen und ihn stressen. Schon wieder Vorsicht. Hier ist auch nichts in der Nähe. Achso, weil ich wahrscheinlich da hinten vorbeigelaufen bin. So. Seht ihr diesen Geschützturm? Oh, ist noch am Leben. Da oben ist noch ein Hans-Dieter hier. Dicker Typ. Ja. Super Mutanten-Biest. Aber 22. Oh. Oh, verzieh dich mal mit deiner Minigun, ey. So, du musst der Nähe aussehen. Oh, verwundet. Ich geh mal ein Stück weiter weg, ne? Okay, die habe ich vergessen. Alles klar. Easy going. Das ist der Laserturm. Kann ich den von hier aus treffen? Sag bloß, du bist da drin und schießt um dich herum. Na klar. Super Mutant, was erwartet man da? Sitzt im Haus und schießt rum. Ich krieg ihn, ich krieg ihn. Minigun. Ah ja gut, ich bin wieder überladen. Ich denke mal, das, was mich derzeit sucht, ist auch ein Geschütz. Das müsste hier auf der rechten Seite sein. Und hier könnte man also auch rein theoretisch seine Abwürfe machen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen besser, denn wenn man so im Startgebiet seine Abwürfe macht, dann kommen sie alle angerannt, die fliegen. Dann lieber hier. Ist zwar ein bisschen gefährlicher, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mein Loot klauen können. Okay. Okay, ich weiß jetzt, wo sie ist. Muss ja wohl loswerden, um schnell zu reisen. Natürlich weißt du, wo ich bin. Kannst mich nicht treffen. Oh mein Gott. Es tötet mich. Es tötet mich. Läuft da jemand rum? Nee, das sah nur so aus. Wer hat da diese Raketen oder Leuchtpistolen oder irgendwas abgefeuert? Alter, war doch gerade irgendwas. Ja? Nee. Ich bin nur bekloppt. Gut, dann gehen wir hier hin. Abbys Bunker ist noch relativ einfach. Was
Wieso habe ich jetzt was getrunken? Egal, kann nicht schaden. Ich wollte eigentlich meine Power-Rüstung aufstellen. Okay. Das ist eine relativ einfache Quest. Ich bin froh, dass wir da hinten aus der Gegend raus sind. Ich erinnere mich nämlich an ziemlich starke Roboter, die ich nicht down gekriegt habe. Was war das? War das einer von diesen legendären Heinis, die jetzt verschwunden sind? Ich kann die Glühwürmchen gar nicht einsammeln. Ja, ich glaube, hier war dieser komische Roboter. Ich höre dich doch immer noch. Jetzt doch kein Scheiß. Mach dich kaputt, Junge. Wie immer. Wenn ich dich sehe. Ich kann ihn hören. Oder ich kann irgendetwas hören. Ich weiß nicht, ob das das Viech ist. Hm. Werde ich verrückt? Macht mich dieses Viech wahnsinnig? Sind das einfach nur Sumpfgeräusche? Das kann sein. Wir tun aber immer so, als wären das Sumpfgeräusche gewesen. So, Abbys Bunker. So, wir sind zum nächsten Mal hier. Ist immer noch das Radio, das nicht funktioniert. Cool. Das Essen hier nehme ich mit, auf jeden Fall. Haben wir noch mehr Essen hier? Ich weiß nicht, ob das Servoputzmittel überhaupt so notwendig ist. Hallo Kakerlaken, ich will euch nichts tun. Ich will nur mal kurz hier die Heizspulen holen. Rein theoretisch müsste doch mein Schlag auch heftiger werden. Wenn ich mit der Waffe zuschlage, ne? Also rein theoretisch könnte ich meine legendäre Waffe auf Nahkampf quasi machen und dann wirklich reinhauen. Widerliches Kakerlakenzeug. Na gut. Fehlt nur noch Ellas Bunker. Und dann haben wir es. Das ist doch mal eine hübsche Folge, kein Stress. Gut, abgesehen von dem, was wir am Anfang gesehen haben. Aber ansonsten finde ich gut. Einfach mal keine heftigen Kämpfe oder Tode oder wieso hat mein Controller vibriert? Ich sehe alles als schlimme Zeichen. Es ist mittlerweile dunkel geworden. Okay, wir müssen als nächstes da hinten hin. Wo soll sich Ellas Bunker befinden? Ich sehe den nicht. Ach da. Mir kam der Name bekannt vor. Ich konnte den Finger darauf zeigen, wo das ist. Aber ich hatte so eine Ahnung, dass es beim Moor ist. Eigentlich logisch, dass es beim Moor ist. Hat sie auch selber gesagt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nicht ist. Wir müssen übrigens aufpassen, dass wir irgendwo eine Todeskralle. So, das Heftigste, mit das wir heute zu tun haben, sind Kakerlaken. Oh, das ist doch schön. So, wieso waren die eigentlich nicht alle zusammen in einem Bunker? Oh Gott. Muss ich den Scheiß erst noch finden?
Will mich hier gar nicht lange aufhalten. Ich sehe überall Wecker und so weiter und so fort. Waren die nicht mit Schrauben? Tut mir leid, ich muss. Ich muss. Bin sammelwütig. Ich glaube, Wecker waren wichtig. Warte, bin ich hier falsch? Oh Gott, ich bin hier falsch. Wieso bin ich hier falsch? Hier steht doch, finde eine Heizspule in Ellas Bunker. Warte, hä? Wieso? Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Gibt es da überhaupt einen Weg hin? Gibt es hier irgendwo eine Treppe oder so? Irgendwas? Oh. Den nehme ich gerne. Also ich sehe hier keine Treppen. Hier? Nee. Okay, folgendes Szenario, Plänchen. Ich suche danach und wenn ich es gefunden habe, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.